Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Es soll um den Thesenanschlag von Martin Luther gehen. Die 95 Thesen vom 31. Oktober 1517. Anlässlich des Jubiläums eine eigene Folge nur für diesen so bedeutsamen Tag, der die Weltgeschichte verändert hat bevor wir dort aber hineinsteigen und dann alle 95 Thesen noch äh, anschauen werden und kurz kommentieren werden, möchten wir mit einem Gebet starten und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, vor 500 Jahren ist die Welt erschüttert worden durch einen Mann, der dein Wort studiert hat und sich entschieden hat, dir zu folgen. Wir möchten dich bitten, dass, wenn wir heute uns äh, diese 95 Thesen anschauen, wir vor allem inspiriert werden, dir zu folgen, was immer die Konsequenzen sein mögen. Dass wir für die Wahrheit einstehen und von deinem Heiligen Geist geleitet werden. Wir möchten dich bitten, dass du uns verstehen lässt, worum es damals wirklich ging und welche Bedeutung auch diese Thesen in unserer Zeit und unserem persönlichen Leben haben. Und so danken wir dir, dass du zu uns sprechen wirst. Im Namen Jesu. Amen. Teil 22, 31. Oktober 1517, die 95 Thesen. Es rumorte in Martin Luther's Kopf. Er hatte seit der Osterzeit über die Frage der Ablässe gepredigt. Er hatte sich Gedanken gemacht. Er hatte vor allem auch das Kirchenrecht konsultiert, er hatte die Bibel studiert, er hatte sich mit Experten ausgetauscht. Ihm lag das ganz quer im Magen, dass immer wieder Leute aus seiner Kirche, die bei ihm die Beichte abgeben wollten, einfach mit Zertifikaten ankamen und ohne jede Reue Sündenvergebung in Anspruch nehmen wollten, weil sie bereits dafür bezahlt hatten. Er hatte, wie gesagt, monatelang sich in diese Thematik hineingelesen und hineinstudiert, mit der er sich vorher in den Jahren zuvor als Professor in Wittenberg nicht sehr ausführlich ähm, beschäftigt hatte. Aber das Wirken von Johann Tetzel hatte das notwendig gemacht. Luther hat den Tetzel wohl gar nicht selbst als Prediger gehört in diesem Zeitraum, sondern lediglich das mitbekommen, was seine Gemeindeglieder, seine Kirchenmitglieder sozusagen, Erzählt haben, als sie in äh, einigen dieser Predigten von Tetzel gewesen waren, als sie dort ihre Briefe, ihre Ablassbriefe gekauft haben. Tetzel selbst war es untersagt gewesen, in Kursachs, das heißt in dem Herrschaftsbereich von Friedrich III. zu wirken, aber er war in Orten gewesen, die ganz nahe von Wittenberg gelegen waren, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Und sein Auftreten war derart gewesen. Dass das nicht nur Luther skandalisiert hatte. Ähm, man hatte ausgerufen, wenn Tetzel vor den Toren der Stadt war, dass die Gnade Gottes und die Gnade des Papstes zu den Toren der Stadt einhergekommen ist. Die Predigt des Wortes Gottes wurde aufgehalten, damit Tetzel lang und breit seine Ablassbriefe darlegen konnte. Und äh, es wurde berichtet, dass Tetzel in großsprecherischer Art und Weise erstaunliche Dinge sagte, wie zum Beispiel auch, dass man sogar der Gottesmutter Gewalt hätte antun können und trotzdem davon ähm, absolutiert werden konnte durch den Kauf eines Ablassbriefes. Solche Dinge waren dem Martin Luther zu Ohren gekommen. Er hatte sich reiflich überlegt und er war zum Schluss gekommen: Irgendetwas muss geschehen. Er wollte öffentlich dieses Thema diskutieren. Es war ein Samstag, der 31. Oktober 1517. Eigentlich kein besonderer Tag, alles wartete auf den nächsten Tag. Am 1. November war damals, wie auch heute, Allerheiligen eines der wichtigsten Feste der römischen Kirche. Dort sollte zu dieser Gelegenheit auch wieder einmal die Reliquien ausgestellt werden, die Kurfürst, der Friedrich III., ja schon seit Ewigkeiten sammelte, gefühlten Ewigkeiten und wo man Ablässe äh, auch bekommen konnte. Und Luther dachte sich, dass dies eine gute Gelegenheit sei, auf die Problematik hinzuweisen. Er wollte allerdings keine öffentliche Diskussion, ohne sich nicht auch gleichzeitig an diejenigen zu wenden, die in seinen Augen mit Verantwortung trugen. So entschloss er sich, einen Brief zu schreiben an den Erzbischof, von Mainz, der gleichzeitig auch der Erzbischof von Magdeburg war und damit äh, Gesamtverantwortung auch hatte für diesen Bereich, in dem Tetzel unterwegs war. Er war ja, Tetzel war ja angestellt sozusagen bei Albrecht von Brandenburg. Der war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt und dementsprechend etwas jünger als Luther. Luther hat am 31. Oktober einen Brief verfasst an jenen ähm, Erzbischof und damit auch Kurfürsten Albrecht von Brandenburg, in dem er sehr freundlich, sehr unterwürfig ähm, auf die Missstände Hinweis dabei nimmt er an, dass Albrecht von Brandenburg von all dem eigentlich gar nichts weiß, dass äh, seine Ablassprediger in einer solch skandalösen Art und Weise den eigentlich ja guten kirchlichen Ablass völlig missbrauchen. Und äh, er warnt den Albrecht sozusagen, dass wenn nichts geschehe, dann äh, große Schwierigkeiten zu befürchten seien. Dieser Brief äh, enthielt dann im Anhang auch die berühmten 95 Thesen, die also auf jeden Fall schriftlich am 31. Oktober verschickt worden sind oder geschrieben worden sind. <laughs> Dieser Brief ging nicht, oder solch ein Brief ging nicht nur an Albrecht von Brandenburg, sondern auch an den direkten Bischof von Brandenburg und Havelberg, der also in der Hierarchie etwas weiter unten eher direkt zuständig war für dieses Gebiet, in dem Tetzel auch äh, wirkte und der auch zuständig war für Wittenberg und damit auch für Luther. Sein Name war Hieronymus Schulz, der war schon deutlich älter. Und äh, nach Aussage von Luther ist so ein Brief wahrscheinlich auch an mehrere andere Kirchenleiter gegangen, ähm, von denen wir nicht genau die Namen wissen, aber es ist anzunehmen, dass Luther eine ganze Reihe von Bischöfen und anderen Würdenträgern angeschrieben hat und diese 31, äh, in diesem 31. Oktober diese 95 Thesen weitergegeben hat er schrieb allerdings nicht nur briefe an kirchenleiter, sondern wollte ja auch in der öffentlichkeit darüber diskutieren. eine disputation, das heißt eine diskussion im äh, akademischen rahmen der universität erschien ihm die beste möglichkeit dazu, hat er schon äh, in diesem jahr und auch vor allem im letzten jahr durch ähm, akademische Disputationen neue Ideen vorstellen können, auch vor allem gegen die Scholastik und gegen Aristoteles. Und ähnlich hatte er sich das auch jetzt für diese 95 Thesen gedacht. Er hatte ja nur wenige Wochen zuvor 97 Thesen diskutieren lassen gegen Aristoteles und gegen die scholastische Theologie. Es gibt seit Jahrzehnten einen Streit darüber, ob am 31. Oktober 1517 überhaupt die 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg genagelt worden sind. Der eigentliche Bericht dazu stammt von Philipp Melanchthon, der 1546 schrieb. Veranlasst durch Tetzels Ablassvertrieb, gab Luther Thesen über die Ablässe heraus und heftete diese öffentlich an der Allerheiligenkirche am 31. Oktober 1517 an. Die Allerheiligenkirche ist die ähm, die Schlosskirche dort in Wittenberg, die berühmte. Man hat dann Mitte des 20. Jahrhunderts äh, Anstoß daran genommen, dass äh, Melanchthon der Erste war, der davon berichtet. In allen zeitgenössischen Quellen, die man zur Verfügung hatte, aus der Zeit von Luther selbst, gab es niemanden, der diesen Thesenanschlag berichtete. Und als Melanchthon das schrieb, war Luther schon tot. Und äh, so hat sich eine große wissenschaftliche Debatte darüber entsponnen, ob das überhaupt stattgefunden hat. Dass die 95 Thesen verschickt worden sind, stand und steht außer Frage. Aber ob es diesen Thesenanschlag wirklich gegeben hat, das hat man angezweifelt. Vor allem auch deswegen, weil Luther später in den äh, Auseinandersetzungen mit dem Papst immer mal wieder auch gesagt hat, er hätte erst. An die Kirchenführer geschrieben und als die keine Antwort gegeben haben, äh, sich dann an die Öffentlichkeit gewandt, mit der man, äh, woraus man dann geschlussfolgert hat, da die Briefe an Albrecht äh, zum Beispiel vom 31. Oktober datierten, kann der Luther wohl kaum am selben Tag dann noch die Thesen angenagelt haben. Aber es ist nicht auszuschließen, dass äh, Luther auch dem Papst gegenüber vielleicht nicht immer hundertprozentig die Wahrheit gesagt hat oder auch hier vielleicht einige Dinge etwas durcheinander gebracht hat. Fakt ist, dass zehn Jahre nach dem 31. Oktober 1517 Luther an seinen Freund Amsdorf einen Brief schrieb und ihn darauf hinwies, dass genau vor zehn Jahren zu Allerheiligen der Ablass zum ersten Mal unter die Füße getreten worden ist. Und da damals auch der 31. Oktober mit einer Vigil schon zum Allerheiligenfest gehörte, würde das also ganz gut ins Bild passen. Zudem ist vor wenigen Jahren, im Jahre 2006, zum ersten Mal eine Notiz von Georg Röhrer entdeckt worden, einem der späteren Mitreformer der äh, noch zu Lebzeiten Luther das folgende schrieb am Vorabend des Allerheiligenfestes des Herrn im Jahre 1517 sind von Dr. Martin Luther Thesen über den Ablass an die Türen der Wittenberger Kirche, Kirchen angeschlagen worden man sieht hier also dass äh, tatsächlich für diesen Thesenanschlag am 31. Oktober die Quellen einen guten Beweis liefern. Es sei darauf hingewiesen, dass Röhrer allerdings hier von Kirchen spricht. Es wäre auch tatsächlich eher dem Gebrauch und der Gewohnheit entsprechend gewesen, dass Luther nicht nur an einer Kirche, sondern an allen Kirchen in Wittenberg diese 95 Thesen veröffentlicht hat um sozusagen allen die Gelegenheit zu geben, sich auf die bevorstehende Debatte vorzubereiten. Es ist also sehr gut möglich, sogar sehr wahrscheinlich, dass diese 95 Thesen nicht nur an der berühmten Schlosskirchentür in Wittenberg, sondern auch an anderen Kirchen, zum Beispiel auch an der Stadtkirche in Wittenberg, am 31. Oktober angeschlagen worden sind. Nun, was stand in diesen 95 Thesen? Zunächst einmal... Die Einleitung aus Liebe und Eifer. Für die ans Licht zu bringende Wahrheit werden die folgenden Sätze in Wittenberg unter dem Vorsitz des verehrlichen Vaters Dr. Martin Luther disputiert werden. Also hier sieht man schon den Ansatz, es sollte eine Diskussion werden. Luther wollte ähm, an der Universität diese Sätze zur Sprache bringen. <laughs> Außerdem hat er auch alle nicht in Wittenberg anwesenden Theologen oder Gelehrten eingeladen, sich brieflich zu diesem Thema zu äußern. Er wollte also, dass diese Angelegenheit eine, ein, 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 ins Rampenlicht kommt. Hier nun die 95 Thesen. These Nummer 1. Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Dies ist vielleicht die berühmteste aller Thesen. Wie ein Fanal wirkt sie hier, denn sie zeigt, dass Luther sich auf die Bibel berief. Ihm ging es um die wahre Buße. Das passt sehr gut zu seinen theologischen Entdeckungen, die er gemacht hatte, dass der Mensch demütig sein sollte. Und er wollte, dass das Thema Buße nicht einfach nur aus dem Kirchenrecht und irgendwelchen Verordnungen, sondern aus dem Thema, aus der Bibel selbst beleuchtet wird. Das, was Jesus sagte, war nicht ein einmaliger Akt der Buße, den man schnell abwickeln konnte, sondern das ganze Leben des Gläubigen sollte echte biblische... Buße sein. Mit dieser einen These untergrieb und, der Grab, und, der Grieb, und da hat er eigentlich schon das äh, gesamte Fundament äh, der Ablässe untergraben, ohne das vielleicht selbst schon ganz geahnt zu haben. Zweite These: Dieses Wort darf nicht auf die sakramentale Buße gedeutet werden. Das heißt auf jene Buße mit Beichte und Genugtuung, die unter Amt und Dienst der Priester vollzogen wird. Mit anderen Worten: Luther sagt, es gibt neben diesem notwendigen Akt, dass man zur Beichte geht und dass man dann noch mal eine entsprechende Genugtuung, eine, eine Strafe. Ähm, auferlegt bekommt. Neben dem gibt es eine viel weitergehende Buße und man kann diesen kirchlichen Bußakt der Beichte nicht gleichsetzen mit dem, was Jesus eigentlich meint. Das geht noch viel weiter. Mit anderen Worten, das biblische Wort der Buße, die biblische Buße lässt sich nicht auf einzelne Handlungen beim Priester begrenzen. Jesus Sprach in Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und Luther liebte Jesus, er liebte die Bibel. Und das war das Fundament für seine Kritik jetzt an der übertriebenen Ablasspredigt des Tetzel. These 3. Es bezieht sich nicht nur auf eine innere Buße. Ja, eine solche wäre gar keine, wenn sie nicht nach außen mancherlei Werke zur Abtötung des Fleisches bewirkte. Luther sagt gleichzeitig, dass echte Buße immer auch sichtbar ist. Nicht einfach nur eine theoretische Sache, die so innerlich sich abspielt, sondern echte Buße zeigt sich in einem veränderten Leben. Es bewirkt, dass fleischliche Lüste abgetötet werden und zeigt sich in Werken, auch das ein interessanter Punkt. Vers, vierte These, daher bleibt die Strafe, solange der Hass gegen sich selbst, dass es die wahre Herzensbuße bestehen bleibt, also bis zum Eingang ins Himmelreich. Bei dem Ablass ging es ja darum, dass man eine auferlegte Strafe die man aufgrund einer Sünde und der darauf folgenden Vergebung auferlegt bekommen hat, zum Beispiel eine Pilgerreise zu tun oder so und so oft ein Gebet zu sprechen, den Rosenkranz zu beten, was auch immer, dass man diese Strafe abkürzen konnte durch die Zahlung von entsprechendem Geld, dass die Strafe abgelassen wird. Aber Luther zeigt hier: Bei der echten Herzensbuße geht es darum, dass man sich selbst und das ist eine, eine, eine echte strafe eine konsequenz der sünde und diese konsequenz der sünde lässt sich nicht mit geld abgleichen sie lässt sich nicht abkürzen diese konsequenz der sünde bleibt solange wir auf erden sind Fünfte These. Der Papst will und kann keine Strafen erlassen, außer solchen, die er aufgrund seiner eigenen Entscheidung oder der der kirchlichen Satzung auferlegt hat. Also der Papst kann nicht von allen Sünden und schon auch gar nicht von allen äh, auferlegten Strafen ablassen, sondern nur die Strafen, die er selbst auferlegt hat oder die in kirchlichen Satzungen festgelegt sind. Also damit sollte die, die Ablassmacht des Papstes schon mal sehr beschränkt werden. Sechste These. Der Papst kann eine Schuld nur dadurch erlassen, dass er sie als von Gott erlassen erklärt und bezeugt. Natürlich kann er sie in dem ihm vorbehaltenen Fällen erlassen. Wollte man das gering achten, bliebe die Schuld ganz und gar bestehen. Auch hier wird wiederum die von den Ablasspredigern so hochgerühmte Vollmacht des Papstes Eingegrenzt und qualifiziert. Wenn der Papst eine Schuld erlässt, nur deswegen, weil Gott sie vorher schon erlassen hat und der Papst kann das nur erklären und bezeugen, sozusagen sagen, weil Gott dir vergeben hat, äh, spreche ich dir die Vergebung zu. Ähm, aber, und das ist hier sehr wichtig zu betonen, äh, zeigt Luther, man sollte diese ihm zustehende ähm, Macht und, und, und Aufgabe nicht gering achten. Ansonsten würde die Schuld ganz bestehen bleiben. Also, Luther ist in diesen 95 Thesen immer noch ein ganzes Kind des Papsttums, wie wir noch sehen werden. Siebte These. Gott erlässt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn zugleich demütig in allem dem Priester, seinem Stellvertreter zu unterwerfen. Das wird hier ganz deutlich. Äh, hier sagt Luther noch in seinem kirchlichen Denken verhaftet: Wenn Gott jemandem vergibt, wird der, der die Vergebung annimmt, sich immer unter den Papst auch unterwerfen. Und unter den Priestern. Achte These. Die kirchlichen Bestimmungen über die Buße sind nur für die Lebenden verbindlich. Den Sterbenden darf demgemäß nichts auferlegt werden. Der Tetzel und andere haben sehr stark mit der Angst vor dem Fegefeuer gespielt. Und deswegen war die Frage: Was ist mit den Menschen, die jetzt im Sterben sind, die vermutlich dann ins Fegefeuer kommen, wie man dachte? Ähm, können denen jetzt noch Strafen auferlegt werden, die entsprechend dann abgegolten werden können mit Geld? Und Luther sagt, nein, alles, was die Kirche an Strafen auferlegt im Zuge dieser sakramentalen Buße, bezieht sich nicht auf die Sterbenden. Und äh, bezieht sich dabei auch auf den Papst. Neunte These, daher handelt der Heilige Geist, der durch den Papst wirkt. Uns gegenüber gut, wenn er in seinen Erlassen immer den Fall des Todes unter höchsten Not ausnimmt, mit anderen Worten. Der, der, der Sterbende ist in einer solch besonderen Situation, dass das, was der Papst vom Heiligen Geist geleitet sagt, auf den Sterbenden, der in den letzten Stunden seines Lebens liegt, äh, nicht zutrifft. Zehnte These. Unwissend und schlecht handeln diejenigen Priester, die den sterbenden kirchlichen Buße, Bußen für das Fegefeuer aufsparen. Wenn also Priester diese kirchlichen Buße auf das Fegefeuer noch übertragen, dann ist das eine schlechte Sache. Das war ja die Grundlage des Ablasshandels bei Tetzel, dass man gesagt hat: da sind kirchliche Strafen, die noch nicht abgegolten worden sind. Deswegen müssen die äh, Gestorbenen im Fegefeuer leiden. Und wenn ihr bezahlt, ihr Gläubigen, könnt ihr eure Lieben aus dem Fegefeuer erlösen. Und äh, deswegen hat Luther sich auch mit diesem Fegefeuer hier beschäftigt. Die Meinung, dass eine kirchliche Buchstrafe in eine Fegefeuerstrafe umgewandelt werden könne, ist ein Unkraut, das offenbar gesät worden ist, während die Bischöfe schliefen. Das war einer der Sätze, die man ihm später ganz besonders übel genommen hat, dass er hier andeutet, dass die Bischöfe nicht aufgepasst haben, als eine Irrlehre in die Kirche gekommen ist. Das hat also enorme Sprengkraft, diese These Nummer 11, zwölfte These. Früher wurden die kirchlichen Bußstrafen nicht nach, sondern vor der Absolution auferlegt, gleichsam als Prüfschein für die Aufrichtigkeit der Reue. Während zur Zeit von Luther die Praxis ja die war, dass der zerknirschte Sünder äh, die Absolution erhielt und danach ihm eine Genugtuung als dritter Teil der Buße auferlegt worden ist, sagt Luther, das war früher nicht so. Man hat erst die, ähm, die Bußstrafe auferlegt, um zu sehen, ob der Sünder wirklich äh, bereut. Man sieht also daran, dass es dem Luther daran geht, wirklich die echte Herzensbuße äh, mehr zu prüfen. 13. These, die Sterbenden werden durch den Tod von allem gelöst und für die kirchlichen Satzungen sind sie schon tot, weil sie von Rechts wegen davon befreit sind. Also wiederum diese Frage, was ist mit denen, die kurz vor dem Sterben sind. Alle kirchlichen Satzungen gelten dann für sie nicht mehr und man muss auch kein Geld bezahlen, um sie von kirchlichen Strafen zu lösen. 14. These ist die Haltung eines Sterbenden und die Liebe Gott gegenüber unvollkommen, so bringt ihm das notwendig große Furcht und dies ist umso größer, je geringer jene ist. Äh, was er hier sagt, ist, jemand, der im Sterben liegt und Gott nicht besonders geliebt hat, hat jetzt angesichts des Todes große Angst und je weniger Gott geliebt hat, desto größer ist seine Angst. Das führt jetzt zur These 15 und 16. Diese Furcht und dieser Schrecken genügen für sich allein, um von anderem zu schweigen, die Pein des Fegefeuers auszumachen, denn sie kommen dem Grauen der Verzweiflung ganz nah. Luther macht hier etwas ganz interessantes, fast spektakuläres. Da der Ablasshandel ganz besonders mit dieser enormen emotionalen Angst gespielt hat, dass die Lieben da im Fegefeuer schmoren, beschäftigt sich Luther mit der Lehre vom Fegefeuer nicht ganz direkt, aber er streift das so, indem er darüber spricht, dass die Angst des sterbenden vor dem Tod sozusagen eine Art Fegefeuer ist. Er versucht also quasi das Fegefeuer nicht buchstäblich auszulegen, sondern eher auf die Erfahrung des äh, sterbenden zu münzen und äh, damit zu zeigen, ähm, dass das Fegefeuer womöglich gar keine echte Realität ist und man auch kein Geld bezahlen muss, um dort Menschen äh, herauszuholen. Auch wenn er diesen Schritt so deutlich jetzt äh, hier noch nicht formuliert. 16. These erscheinen sich demnach, Hölle, Fegefeuer und Himmel in der gleichen Weise zu unterscheiden wie Verzweiflung, annähernde Verzweiflung und Sicherheit. Also, ähm, das ist so ein Schritt dahin. Diese Begriffe Hölle, Fegefeuer so ein bisschen auf die menschliche Existenz zu münzen, obwohl natürlich äh, man davon ausgehen muss, dass Luther zu dem Zeitpunkt zumindest an Hölle und Himmel als buchstäblichen Ort natürlich festgehalten hat. 17. These. Offenbar haben die Seelen im Fegefeuer die Mehrung der Liebe genauso nötig wie eine Minderung des Grauens. Also, Luther beschäftigt sich weiter mit diesem Fegefeuer, das er schon auch durchaus hier noch als äh, im Grunde genommen real sieht. 18. These. Offenbar ist es auch weder durch Vernunft noch Schriftgründe erwiesen, dass sie sich außerhalb des Zustandes befinden, in dem sie Verdienst erwerben können oder in dem die Liebe zunehmen kann. Das sind jetzt einige Thesen, die sich sozusagen mit dem theologischen Verständnis der und der Debatte um das Fegefeuer der damaligen Zeit äh, ranken, weil er, bevor er dann zu der eigentlichen Ablasspraxis kommt, so ein bisschen die theologische Grundlage äh, auch in dieser Disposition ähm, diskutieren wollte. 19. These. Offenbar ist es auch dieses nicht erwiesen, dass sie, wenigstens nicht alle, ihrer Seligkeit sicher und gewiss sind, wenngleich wir ihrer völlig sicher sind. Und äh, dann kommt These 20. Daher meint der Papst, mit dem vollkommenen Erlass aller Strafen nicht einfach den Erlass sämtlicher Strafen, sondern nur derjenigen, die er selbst auferlegt hat. Also die Schlussfolgerung aus diesen theologischen Überlegungen ist für Lothar die, dass wenn der Papst einen Ablass gibt, dann will er gar nicht sämtliche Strafen erlassen, sondern nur die Strafen, die er selbst durch bestimmte Dekrete, durch bestimmte Anordnungen auferlegt hat. Auch das wiederum eine Minimierung der Ablassgewalt. Des Papstes, die an sich nicht in Frage gestellt wird, sondern eigentlich in den 95 Thesen äh, nur wieder auf das so empfundene Normalmaß reduziert werden soll. 21. These. Jetzt beginnt Luther ganz konkret über die Ablasspraxis. Hier ähm, zu sprechen. Deshalb irren jene Ablassprediger, die sagen, dass durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei und los wird. Das ist also die direkte Folge aus These 20. Die Ablassprediger sagen trotzdem, dass der Papst äh, alle Strafen äh, ablassen kann und das ist ein offensichtlicher Irrtum. 22. Vielmehr erlässt er den Seelen im Fegefeuer keine einzige Strafe, die sie nach den kirchlichen Satzungen in diesem Leben hätte abbüßen müssen. Das ist die Schlussfolgerung aus fast allem, was bisher gesagt worden ist. Da der Papst nur kirchliche Satzungen aufgrund seines Kirchenamtes auferlegen kann und äh, diese kirchlichen Satzungen aber im Leben abgebüßt werden müssen und nicht auf den Tod übertragen werden können, kann es keine Strafe geben, die der Papst den im Fegefeuer sich befindenden äh, Auferlegt. Und wenn der Stra Papst ihnen keine Strafe auferlegen kann, kann er sie auch von irgendwelchen Strafen, die sie dort haben mögen, nicht befreien. Also mit anderen Worten, der Punkt bis hierhin ist der, es gibt keine theologische oder kirchenrechtliche Grundlage für einen Ablass, der Menschen aus dem Fegefeuer befreit. 23. Wenn überhaupt irgendwem irgendein Erlass aller Strafen gewährt werden kann, dann gewiss allein den Vollkommensten. Das heißt aber ganz wenig. Also Luther sagt, dass wenn es eine Ausnahme gibt, dann gilt sie nur für die wirklich Vollkommenen und Wer ist das schon? 24. Deswegen wird zwangsläufig ein Großteil des Volkes durch jenes in Bausch und Bogen und großsprecherisch gegebene Versprechen des Straferlasses getäuscht. Da also die Ablassprediger wie Tetzel trotzdem allgemeine, allgemeinen Strafenerlass predigen und auch äh, eine, eine, eine Minderung der Strafen im Fegefeuer, ist das eine Täuschung des Volkes, eines Großteils zumindest, denn die allermeisten sind nicht so heilig, dass für sie vielleicht eine Ausnahme. Möglich wäre, wie 23 äh, andeutet. 25. Die gleiche Macht, die der Papst bezüglich des Fegefeuers im Allgemeinen hat, besitzt jeder Bischof und jeder Seelsorger in seinem Bistum bzw. in seinem Pfarrbezirk im Besonderen. Was für eine interessante These. Ähm, Luther sagt das, was der Papst bezüglich des Ablasses tun kann, kann auch jeder Bischof, jeder Pfarrer ähm, für die Gläubigen in seinem Bezirk. 26, der Papst handelt sehr richtig, den Seelen im Pflegefeuer die Vergebung nicht aufgrund seiner ihm dafür nicht zur Verfügung stehenden Schlüsselgewalt, sondern auf dem Wege der Fürbitte zuzuwenden. Auch hier äh, greift Luther zumindest ganz freundlich ähm, die ähm, oft behauptete Autorität des Papstes an dass der Papst aufgrund seiner Schlüsselgewalt, die ihm angeblich Jesus gegeben hätte, nämlich zu lösen und zu binden, hier äh, Menschen aus dem Fegefeuer lösen könnte, sondern das Einzige, was der Papst nach Luther hier tun kann, ist, für die, äh, für die Seelen im Fegefeuer zu beten. 27. Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Das ist natürlich jetzt ein eindeutiger Bezug auf Tetzel und seine Predigt und seinen berühmten Spruch, gegen den sich Luther hier äh, wehrt und sagt, das ist eine reine menschliche Lehre. 28. Gewiss, sobald das Geld im Kasten klingt, können Gewinn und Habgier wachsen, aber die Fürbitte der Kirche steht allein auf dem Willen. Gottes. Hier deutet sich zum ersten Mal etwas an, was sich in späteren Thesen gleich noch zeigen wird, nämlich, dass Luther sehr wohl den äh, wirtschaftlichen Aspekt dieses Ablasstreibens durchschaut hat und dass es hier in Wirklichkeit um Geldmacherei geht. 29. Wer weiß denn, ob alle Seelen im Fegefeuer losgekauft werden wollen, wie es beispielsweise beim heiligen Severin und Paschalis nicht der Fall gewesen sein soll. Äh, Luther machte ein äh, etwas kurioses Argument. Er sagte, die Leute bezahlen äh, für... Den Loskauf der Seelen aus dem Fegefeuer, aber die kirchliche Tradition, die heiligen Legenden berichten von mindestens zwei Leuten, die gar nicht aus dem Fegefeuer losgekauft werden wollten, sondern die so heilig waren, dass sie unbedingt die Strafe dort erleiden wollten. Also wer weiß schon, ob dann äh, diejenigen, für die man bezahlt, überhaupt äh, losgekauft werden wollen. 30. Keiner ist der Echtheit seiner Reue gewiss, viel weniger, ob er völligen Erlass der Sündenstrafe erlangt hat. Das ist immer noch ganz sehr ähm, basierend auf dieser Demutstheologie von Luther, dass man ähm, eigentlich nicht genau wissen kann, ob man wirklich vollständig richtig bereut hat und deswegen sollte man auch niemals zu sicher sein, dass man auch den Ablass bekommen hat. Den Erlass 31. So selten einer in rechter Weise Buße tut, so selten kauft einer in der rechten Weise Ablass, nämlich außerordentlich selten. Ähm, Luther war nicht gegen den Ablass per se, wie wir gesehen haben. Äh, er glaubte, dass es durchaus richtige Ablässe geben könne, wenn sie mit echter, wirklicher Herzensbuße verbunden sind. Aber die, so wie sie mittlerweile aus äh, Matthäus 4 und anderen Texten verstand, war so selten dass auch die allermeisten gekauften Ablässe eigentlich in Wirklichkeit keine echten Ablässe waren. 32. Wer glaubt, durch einen Ablassbrief seines Heils gewiss sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt werden. Das ist so ein bisschen die Schlussfolgerung aus den vorhergehenden Thesen. Zu viele Leute glaubten, dass sie einfach einen Brief kauften und deswegen sicher ihres Heils sein können. Und Luther sagt, wer, wer das glaubt, der ist mit Sicherheit verdammt. Der hat auf einem völlig falschen Fundament gebaut. Und die Lehrmeister, das heißt die Ablassprediger, die werden gleich mit verdammt. 33. Nicht genug kann man sich vor denen hüten, die den Ablass des Papstes jene unschätzbare Gabe Gottes nennen, durch die der Mensch mit Gott versöhnt werde. Das war für Luther sehr wichtig, denn er hatte ja schon enorm viel über das biblische Evangelium verstanden, ähm, dass die Versöhnung durch Christus äh, allein möglich ist. Und wenn jetzt Ablassprediger diese, dieses kirchliche Instrument des Ablasses, das ursprünglich mal nur dafür da war, äh, dass man nach der Sündenvergebung auferlegte, Genugtuung äh, abkürzen kann, das jetzt als die Versöhnung mit Gott anpreist, dann äh, muss man sich davon weit distanzieren. 34 Jene Ablassgnaden beziehen sich nämlich nur auf die von Menschen festgesetzten Strafen der sakramentalen Genugtuung. Wie gerade gesagt, der Ablass, das hatte Luther jetzt nochmal im Kirchenrecht genau studiert, hat nur eine Funktion, wenn ich schon als Sünder meine Sünde bereut habe, wirklich zerknirscht bin, echte Vergebung erhalten habe, durch Jesus zugesprochen, durch den Priester in der Beichte und der dann als Wiedergutmachung als Konsequenz der Sünde mir eine Pilgerreise auflegt oder ein paar Rosenkranzgebete und ich keine Zeit dafür habe, dann kann das durchaus mit einem Ablass abgegolten werden, aber nicht in diesem übertriebenen Maße als Sündenvergebung, wie Tetzel das behauptet hat. 35. Nicht christlich predigen die, die lehren, dass für die, die Seelen aus dem Fegefeuer loskaufen oder Beichtbriefe erwerben, Reue nötig sei. Offensichtlich haben Tetzel und Co. tatsächlich gepredigt, dass man durch die reine monetäre Aktion, die Transaktion, das Kaufen eines Briefes ohne Reue Vergebung bekommen könne. Und das ist bei Luther natürlich ähm, überhaupt gar nicht gut angekommen. Da prallten jetzt theologische Welten aufeinander. 36. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Also hier zeigt Lothe erneut, dass äh, für die Erlösung ein Ablassbrief nicht notwendig ist. Der kann zwar äh, theoretisch helfen, wenn man diese Pilgerreise nicht machen möchte, aber niemand braucht einen Ablassbrief, wenn er wirklich bereut hat. Also Ablass ohne Reue ist nichts wert, aber Reue ohne Ablass ist eigentlich schon genug. Was also in Wirklichkeit die Notwendigkeit der Ablässe ziemlich unterminiert. 37. Jeder wahre Christ, sei er lebendig oder tot, hat Anteil an allen Gütern Christi und der Kirche von Gott ihm auch ohne Ablassbrief gegeben. Jeder echte Christ hat einen Anspruch auf das, was Gott an Gnade vorrätig hat, sozusagen, äh, ganz egal, ob ein Ablassbrief hat oder nicht. 38. Doch dürfen der an Erlass und der Anteil an den genannten Gütern, die der Papst vermittelt, keineswegs gering geachtet werden, weil sie, wie ich schon gesagt, die Erklärung der göttlichen Vergebung darstellen. Also, Luther stellt sich durchaus hinter den Papst und sagt, das, was der Papst rechtmäßig tun kann, das äh, sollte man nicht gering achten und das sollte man respektieren. 39. Auch den gelehrtesten Theologen dürfte es sehr schwer fallen, vor dem Volk zugleich die Fülle der Ablässe und die Aufrichtigkeit der Reue zu rühmen. Es ist schwierig, sagt Luther, äh, echte Buße zu predigen, wenn gleichzeitig durch diese Ablässe die Buße immer wieder äh, verwässert wird. Und obwohl er die Ablässe nicht völlig in Abrede stellt, sagt, es ist schwierig, diese, dieses biblische Konzept der echten Buße und dieser Kirchensatzung der Ablässe das in Harmonie zu bringen. 40. Warum ist das so? Die theologische Begründung. Aufrichtige Reue begehrt und liebt die Strafe. Also wer wirklich aufrichtig Buße tut, der weiß, ich bin ein Sünder und ich habe es nicht verdient. Der will nicht schnell losgekauft werden von der Strafe, sondern echte Buße, sagt Luther, das war ja auch sein, seine Entdeckung der letzten Jahre, die liebt die Strafe. Die Fülle der Ablässe aber macht gleichgültig und lehrt sich hassen, wenigstens legt sie das nahe. Also Luther formuliert immer wieder vorsichtig, um nicht zu weit vorzupreschen, zeigt aber, dass diese Ablässe grundsätzlich die Tendenz haben, eigentlich gegen echte Buße zu sein. 41. Nur mit Vorsicht darf der apostolische, das ist also der päpstliche Ablass gepredigt werden, damit das Volk nicht fälschlicherweise meint, er sei anderen guten Werke der Liebe vorzuziehen. Also Luther sagt, man darf den Ablass predigen, aber nur vorsichtig und immer so, dass, das, dass die Menschen nicht glauben, dass der Ablass des Papstes wichtiger sei als allgemeine gute Werke der Liebe. 42. Man soll die Christen lehren. Jetzt beginnt eine Reihe von Thesen, die so beginnt. Die Meinung des Papstes ist es nicht, dass der Erwerb von Ablass in irgendeiner Weise mit Ber Werken der Barmherzigkeit zu vergleichen sei. Luther geht hier sehr geschickt vor, auch rhetorisch, er stellt sich quasi auf die Seite des Papstes und sagt, das, was ich sage, ist natürlich selbstverständlich auch die Meinung der Allerobersten in unserer Kirche. Und man muss davon ausgehen, dass Luther äh, am 31. Oktober 1517 das wirklich auch geglaubt hat, dass er hier für den Papst spricht und wohl auch... Versucht dementsprechend auch den Erzbischof und die anderen Kirchenfürsten daran zu erinnern, was doch eigentlich kirchliche Lehre bisher gewesen ist. 43. Man soll den Christen lehren, den Armen zu geben oder den Bedürftigen zu leihen, ist besser als Ablass kaufen. Also der Ablass hat seine Berechtigung äh, am Rande, aber es gibt viel wichtigere Dinge, nämlich die Barmherzigkeit, das äh, Wirken für die Armen. 44. Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe und wird der Mensch besser. Auch das ist ein interessantes Konzept hier bei Luther, dass der Mensch ähm, moralisch gebessert werden kann. Aber durch Ablass wird er nicht besser, sondern nur teilweise von der Strafe befreit. Also der Ablass hat vielleicht eine juristische Funktion, kann von bestimmten äh, auferlegten kirchlichen Strafen ähm, befreien, aber kann den Menschen nicht moralisch, charakterlich verändern. 45. Man soll die Christen lehren. Also, man sieht diese, diese Reihenfolge der Thesen jetzt hier. Wer einen Bedürftigen sieht, ihn übergeht und stattdessen für den Ablass gibt, kauft nicht den Ablass des Papstes, sondern handelt sich den Zorn Gottes ein. Also, wenn du die Wahl hast, einen Ablass zu kaufen oder für das Geld einem Bedürftigen zu helfen, dann kommt der Zorn Gottes über dich, wenn du dem Arme nicht hilfst, um einen so einen Ablassbrief zu kaufen. 46. Man soll die Christen lehren. Die, die nicht im Überfluss leben, sollen das Lebensnotwendige für ihr Hauswesen behalten und keinesfalls für den Ablass verschwenden. Also Luther bringt hier ein bisschen gesunden Menschenverstand in die Sache und sagt, es wäre wichtiger, dass die Leute ihr Geld für ihr Auskommen zusammenhalten, statt es für diese zweifelhaften, unbiblischen und selbst der kirchlichen Lehre widersprechenden Ablassbriefe des Tetzel zu verschwenden. 47. Man soll die Christen lehren. Also, hier zeigt sich ein ganz starker Aufruf, ähm, dass die Lehre ähm, zu kurz gekommen ist in der Christenheit. Der Kauf von Ablass ist eine freiwillige Angelegenheit, nicht geboten. Das heißt, der moralische Druck, der von Tetzel und Co. aufgebaut worden ist, ist im Grunde genommen eine, eine Verführung, ist eine Manipulation. Was der Luther die ganze Zeit eigentlich ausdrücken möchte, dieser, dieser Ablasshandel von Tetzel und den anderen ist ein Etikettenschwindel. Die geben etwas vor, zu verkaufen, was sie gar nicht haben. 48. Man soll die Christen lehren. Der Papst hat bei der Erteilung vom Ablass ein für ihn dargebrachtes Gebet nötiger und wünscht es deshalb auch mehr als zur Verfügung gestelltes Geld. Also, ähm, der Papst freut sich mehr über Gebet als über Geld. Das war Luthers aufrichtige Meinung. Ähm, er ahnte natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der Papst das so nicht unterschreiben würde. 49. These: Man soll die Christen lehren, der Ablass des Papstes ist nützlich, wenn man nicht sein Vertrauen darauf setzt, aber sehr schädlich, falls man darüber die Furcht Gottes fahren lässt. Also, der Ablass des Papstes ist okay. Aber man darf sich nicht darauf allein verlassen. 50. These. Man soll die Christen lehren, wenn der Papst die Erpressungsmethoden der Ablassprediger wüsste, sehe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, als dass sie mit Haus, Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe erbaut würden. Also die Thesen nehmen jetzt auch ein bisschen an Fahrt auf. Die werden immer ein bisschen deutlicher ja, und man spürt so ein bisschen auch schon den späteren Luther hier raus. Wenn er sagt, wenn der Papst nur wüsste, was Tetzel und die anderen predigen, dann würde er natürlich lieber den Petersdom äh, vergehen sehen, als zusehen, wie seine armen Kirchenmitglieder so ähm, betrogen werden. 51. Man soll die Christen lehren. Der Papst wäre, wie es seine Pflicht ist, bereit, wenn nötig, die Peterskirche zu verkaufen, um von seinem Geld einen großen Teil jener zu geben, denen gewisse Ablassprediger das Geld aus der Tasche holen. Also. Mit anderen Worten, sagt den Gläubigen, wenn der Papst wüsste, wie sehr betrogen worden seid, dann würde er die Peterskirche selbst verkaufen, um euch das Geld wieder zurückerstatten. Und Luther sagt hier, das wäre seine Pflicht. Also da sind so wirklich enorm viel Sprengstoff in diesen Thesen. 52. Aufgrund eines Ablassbriefes, das Heil zu erwarten ist eitel. Das meint in dem Fall also nichtig, ohne Begründung. Auch wenn der Ablasskommissar ja der Papst selbst ihre Seelen dafür verpfändeten. Konjunktiv, also äh, er sagt nicht, dass der Papst es macht, aber wenn der das sagen würde, wäre es trotzdem falsch. Hier zeigt sich, dass für Luther die biblische Wahrheit schon wichtiger ist als das, was letztendlich vom Papst kommen wird. 53. Die anordnen, dass um der Ablasspredigt willen das Wort Gottes in den umliegenden Kirchen völlig zum Schweigen komme, sind Feinde Christi und des das hat Luther natürlich besonders getroffen. Er, der die Bibel liebte, der die Predigt des Wortes liebte, der Anfang des Jahres zu einer Reformation der Predigt aufgerufen hatte, der hat sich natürlich daran gestört, dass ähm, Tetzel und andere die Predigt verbieten ließen, äh, solange sie selbst predigen wollten. Ähm, und Luther sagt, das Wort Gottes ist viel wichtiger als der Ablass. 54. Dem Wort Gottes geschieht Unrecht, wenn in einem und derselben Predigt auf den Ablass die gleiche oder längere Zeit verwendet wird als für jenes. Also in Predigten, bei der es mehr um das Geld geht und um den Ablass als um das Wort Gottes, da geschieht dem Wort Gottes Unrecht. Was würde Luther vielleicht zu so vielen Predigten heute sagen, wo alles Mögliche gepredigt wird, aber nicht das Wort Gottes? 55. Die Meinung des Papstes ist unbedingt die. Wieder ähm, spricht er quasi für den Papst rhetorisch ganz geschickt. Wenn der Ablass als das geringste mit einer Glocke, einer Prozession und einem Gottesdienst gefeiert wird, soll das Evangelium, also das höchste mit 100 Glocken, 100 Prozessionen und 100 Gottesdiensten gepredigt werden. Also wie gesagt, der Tenor ist, Ablass ist okay, aber das Evangelium ist hundertfach wichtiger als der Ablass. 56. Der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ablass austeilt, ist bei dem Volke Christi weder genügend genannt noch bekannt. Die Ablassprediger kommen und sie sagen, dass sie vom Schatz der Kirche jetzt austeilen. Und Luther sagt, die Leute, die das kaufen, haben keine theologische Vorbildung. Die wissen gar nicht, was eigentlich die Kirche oder dem Schatz der Kirche ähm, versteht. Vers 57 kommt eine sehr bissige These offenbar besteht er nicht in zeitlichen Gütern, also nicht in wirklich äh, materiell wertvollem, denn die würden viele von den Predigern nicht so leicht mit vollen Händen austeilen, sondern bloß sam sammeln. Also wenn es bei dem Kirchenschatz um irgendwas ginge, beim Schatz der Kirche, das äh, auf dieser Welt einen Wert hätte, würde man ihn nicht so leicht weggeben. 58 er besteht aber nicht auch, auch nicht aus den Verdiensten Christi und der Heiligen, weil diese dauernd ohne den Papst Gnade für den inwendigen Menschen sowie Kreuz, Tod und Hölle für den Äußeren bewirken. Also der Kirchenschatz, der bei den Ablässen zur angezapft wird, ist nicht die Verdienste Christi und auch nicht der Heiligen, sagt äh, Luther jetzt interessanterweise, weil die Verdienste Christi und der Heilige für alle Menschen zur Verfügung stehen, auch ohne des Papstes Vermittlung. 59. These. Der heilige Laurentius hat gesagt, dass der Schatz der Kirche ihre Armen seien, aber die Verwendung dieses Begriffes entsprach der Auffassung seiner Zeit. Also er zeigt so ein bisschen jetzt hier sein kirchengeschichtliches Wissen, geht aber da nicht weiter darauf ein. 60, interessant. Wohlbegründet sagen wir, dass die Schlüssel der Kirche, die ihr durch das Verdienst Christi geschenkt sind, jenen Schatz darstellen. Das scheint eigentlich mal ein bisschen noch die Position des Papstes hier zu stärken, aber dann kommt 61. Selbstverständlich genügt die Gewalt. Nein, dann, dann kommt hier noch 61. Selbstverständlich genügt die Gewalt des Papstes allein zum Erlass von Strafen und zur Vergebung in besonderen, ihm vorbehaltenen Fällen. Also der Papst hat tatsächlich eine gewisse Macht auch über Strafen, die ihm vorbehalten sind, aufgrund des Kirchenrechts. 62. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Das ist das, was den Luther ja so die letzten Jahre bewegt hatte: das Evangelium. 63. Dieser ist zu Recht allgemein verhasst. Also dieser wahre Kirchenschatz, das Evangelium, weil er aus Ersten letzte macht. Der Schatz des Ablasses jedoch ist so recht außerordentlich beliebt, weil er aus Letzten erste macht. Was hier nicht explizit steht, aber angedeutet ist, ist, dass der Ablass eigentlich dem Evangelium diametral entgegengesetzt steht. 65. Also ist der Schatz des Evangeliums das Netz, mit dem man einst die Besitzer von Reichtum fing. Vielleicht hat der Luther an Nicodemus und andere gedacht. 66. Der Schatz des Ablasses ist das Netz, mit dem man jetzt den Reichtum von Besitzenden fängt. Luther beginnt jetzt hier mit Doppelthesen immer ähm, so Kontraste aufzuzeigen. 67. Der Ablass, den die Ablassprediger lautstark als außerordentliche Gnade anpreisen, kann tatsächlich dafür gelten, jetzt kommt wieder so ein Seitenhieb was das gute Geschäft anbelangt. Also dafür ist er wirklich gut, man kann damit richtig viel Reibach machen. 68. Doch sind sie verglichen mit der Gnade Gottes und der Verehrung des Kreuzes in der Tat ganz geringfügig. Also weltlich betrachtet ist der, ist der Ablass eine große Sache, man kann reich werden, aber betrachtet aus der Perspektive des Evangeliums ist er eigentlich ganz zu vernachlässigen und nebensächlich. 69. Die Bischöfe und Pfarrer sind gehalten, die Kommissare des apostolischen Ablasses mit aller Ehrbietung zuzulassen. Also wiederum, äh, man darf den Ablass predigen, es ist vollkommen in Ordnung, solange es sich in den Regeln betrifft, soll man das zulassen. Aber, 70, aber noch mehr sind sie gehalten, Augen und Ohren anzustrengen, dass jene nicht anstelle des päpstlichen Auftrages ihre eigenen Fantastereien predigen. Also der Ablass an sich ist schon relativ unbedeutend, aber wenn er gepredigt werden soll, soll man das zulassen? Aber viel wichtiger ist es, als ihn zuzulassen, dass man darauf achtet, dass er richtig gepredigt wird, nämlich nur in seinem sehr begrenzten kirchenrechtlichen Umfang, und nicht so ähm, dass er das Evangelium aushöhlt, wie das Tetzel und Co. gemacht haben. 71. Wer gegen die Wahrheit des Apostolischen, das heißt des päpstlichen Ablasses, spricht, der verworfen und verflucht. Ja, also nach wie vor, Luther bestätigt die, das Recht des päpstlichen Ablasses. 72. Aber wer gegen die Zügellosigkeit und Frechheit der Worte der Ablassprediger auftritt, der sei gesegnet. Und da hat er sich natürlich hier äh, wahrscheinlich auch mit selbst gemeint. Und 73, wie der Papst zu Recht seinen Bannstrahl gegen diejenigen schleudert, die hinsichtlich des Ablassgeschäftes auf mannigfache Weise Betrug ersinnen. Also der Papst hat das Recht, diejenigen, die den äh, Ablass nicht richtig ausführen, zu bannen so viel mehr 74 den Bannstrahl gegen diejenigen schleudern so will er viel mehr den Bannstrahl gegen diejenigen schleudern die unter dem Vorwand des Ablasses auf Betrug hinsichtlich der heiligen Liebe und Wahrheit sind also wenn jemand den Ablass auffällt darf der papst ihn dafür bestrafen wenn jemand den den Ablass missbraucht wird der papst ihn noch viel mehr strafen also man sieht hier diese kontraste die eigentlich immer dazu tendieren den ablass gering zu machen 75 es ist Irrsinnig zu meinen, dass der päpstliche Ablass, Ablass mächtig genug sei, einen Menschen loszusprechen, auch wenn er, was ja unmöglich ist, der Gottesgebärerin Gewalt angetan hätte. Also hier bezieht er sich auf das, was er gehört hat, was Tetzel gesagt haben sollte. 46. Wir behaupten dagegen, und das ist wieder eine sehr krasse Kontrastparallele jetzt, dass der päpstliche Ablass auch nicht die geringste lässliche Sünde wegnehmen kann, was deren Schuld betrifft. Lässliche Sünden sind in der katholischen Lehre äh, nicht die Todsünden, sondern die Sünden, die man so durchlassen kann. Und Luther sagt hier, allein für sich genommen kann der päpstliche Ablass, der ja eigentlich ja nur dazu da ist, die auferlegten Strafen abzugelten, der kann nicht die kleinste Sünde, auch sei sie noch so durchgeber, ähm, nicht wegnehmen, äh, was die Schuld der Sünde selbst betrifft. 77, wenn es heißt, auch der heilige Petrus könnte, wenn er jetzt Papst wäre, keine größeren Gnaden austeilen, auch das muss ein, äh, eine Paraphrase der Ablassprediger gewesen sein, so ist das eine Lästerung des heiligen Petrus und des Papstes. 78, wir behaupten dagegen, dass dieser wie jeder beliebige Papst größere hat, nämlich das Evangelium, Geisteskräfte und Gaben gesund zu machen und so weiter, wie es in 1. Korinther 12 heißt. Das heißt, die größte Gabe des Papstes soll nicht äh, der Ablass sein, sondern die Predigt der guten Nachricht, des Evangeliums und äh, die geistlichen Gaben, die Gott doch den äh, Führern der Gemeinde geben möchte. 79. Es ist Gotteslästerung zu sagen, dass das in den Kirchen an hervorragender Stelle errichtete Ablasskreuz, das mit dem päpstlichen Wappen versehen ist, dem Kreuz Christi gleichkäme. Das heißt, diese Insignien des Ablasshandels wurden mit dem Kreuz Jesu gleichgestellt für Luther, der das Evangelium immer mehr durchdrang. Eine Katastrophe. 80. Bischöfe, Pfarrer und Theologen, die dulden, dass man dem Volk solche Predigt bietet, werden dafür Rechenschaft ablegen müssen. Das war natürlich relativ unverhohlen jetzt eine Warnung auch an Albrecht von Brandenburg und äh, die anderen Kirchenführer. 81. Diese freche Ablasspredigt macht es auch gelehrten Männern nicht leicht, das Ansehen des Papstes vor böswilliger Kritik oder sogar vor spitzfindigen Fragen der Laien zu schützen. Und jetzt macht Luther etwas sehr Geschicktes. Er bringt jetzt einige der Stärksten Argumente gegen den Ablass vor und äh, formuliert sie nicht so, dass sie seine eigenen sind, sondern nur so, äh, dass das Dinge sind, die vom Volk gesagt werden und die man sch leider schlecht widerlegen kann, weil bisher das Papsttum noch nicht so richtig die Sachen aufgelöst hat und weil es leider so viele Missstände gibt. Also, jetzt kommen eine ganze Reihe von Thesen, die diese äh, enorme Kritik äh, in den Mund des Volkes legen, was wohl auf offensichtlich der Fall gewesen ist. 82 zum Beispiel. Warum räumt der Papst nicht das Fegefeuer aus, um der heiligsten Liebe und höchsten Not der Seelen willen, als aus einem wirklich triftigen Grund? Da er doch unzählige Seelen loskauft, um des unheilvollen Geldes zum Bau einer Kirche willen, also aus einem sehr fadenscheinigen Grund. Also, das ist ein wirklich grandioses Argument. Wenn der Papst für Geld Seelen aus dem Fegefeuer kaufen kann, warum tut es nicht auch einfach so, wenn er doch Gott, der die Liebe ist, repräsentiert? 83. Warum bleiben die Totenmessen oder Jahrfeiern für die versworbenen bestehen? Also, wenn man die Leute jetzt loskauft aus dem äh, ähm, Fegefeuer für Geld, werden trotzdem noch weiter Totenmessen gelesen, weil es auch wieder Geld einbringt. Und warum gibt er, der Papst, nicht die Stiftung, die dafür gemacht worden sind, zurück oder gestattet ihre Rückgabe, wenn es schon ein Unrecht ist, für die Losgekauften zu beten? Also, ähm, der Hintergrund ist der, wenn jemand starb, konnte man Stiftungen geben, dass ihm das dann ständig für diesen Verstorbenen gebetet wird, damit er schnell aus dem äh, Fegefeuer ähm, befreit wird. Wenn man aber durch einen Ablassbrief das schon längst getan hat, dann braucht man doch nicht weiter diese Stiftung aufrechterhalten und könnte die entsprechenden materiellen Güter wieder zurückgeben. Das geschah aber nicht. 84. Oder was ist das für eine neue Frömmigkeit vor Gott und dem Papst, dass sie einem Gottlosen und Feind erlauben, für sein Geld eine fromme und von Gott geliebte Seele loszukaufen? Doch um der eigenen Not dieser frommen und geliebten Seele willen erlösen sie diese nicht aus freigeschenkter Liebe. Also, da ist ein, ein gläubiger Mensch, angeblich im, im Fegefeuer und äh, hat sich bemüht, ein Christ zu sein und kann nicht durch Liebe daraus kommen. Aber wenn ein Gottloser Geld bezahlt, ist das möglich. Was ist das für eine Religion? Fragt Luther hier durch die Stimme des Volkes. 85. Oder warum werden die kirchlichen Bußsatzungen, die tatsächlich und durch Nichtgebrauch an sich längst abgeschafft und tot sind, doch noch immer durch die Gewährung von Ablass mit Geld abgelöst, als wären sie höchst lebendig? Bezieht sich wieder auf diese Frage der kirchlichen Satzung, wie es in den ersten Thesen ja schon der Fall war. Oder 86. Warum baut der Papst, der heute reicher ist als der reichste Crassus, einer der reichsten Männer der, griechischen, äh, der römischen Antike, nicht wenigstens die eine Kirche St. Peter lieber von seinem eigenen Geld als dem der armen Gläubigen. Das war natürlich ein schlagendes Argument. Der Papst war reich ohne Ende und äh, warum kann er nicht mit seinem eigenen Geld die Kirche bauen? 87. Oder was erlässt der Papst oder woran gibt er denen Anteil, die durch vollkommene Reue ein Anrecht haben auf völligen Erlass und völlige Teilhabe? Also, wenn ich Echte Buße tue, dann habe ich doch auch an Recht auf völlige Vergebung. Was kann ich dann noch vom Papst bekommen, was ich nicht durch echte, vollkommene Reue schon längst selbst bekommen kann? 88. Oder was könnte der Kirche Besseres geschehen, als wenn der Papst, wie er es jetzt einmal tut, hundertmal am Tage jedem Gläubigen diesen Erlass und diese Teilhabe zukommen ließe? Also warum macht der Papst dann einfach nicht viel häufiger? 89. Wieso sucht der Papst durch den Ablass das Heil der Seelen mehr als das Geld? Warum hebt er früher gewährte Briefe und Ablässe jetzt auf, die doch ebenso wirksam sind? Also der Papst hat früher Ablässe ins Leben gerufen, die werden jetzt alle aufgehoben, nur weil diese Peterskirche gebaut werden soll, ein anderer Ablass her muss. Das ist doch verwirrend, das ist doch inkonsequent. 90. Diese äußerst peinlichen Einwände der Laien. Nur mit Gewalt zu unterdrücken und nicht durch vernünftige Gegenargumente zu beseitigen, heißt die Kirche und den Papst dem Gelächter der Feinde auszusetzen und die Christenheit unglücklich zu machen. Hier sind mehrere Dinge interessant. Luther stellt sich also durchaus auf die Seite des Papstes und sagt: naja, das ist das was das Volk sagt. wir müssen darauf antworten und gleichzeitig warnt er, dass man das nicht mit bloßer Gewalt unterdrücken kann, weil dann macht man sich lächerlich. Luther fordert eine wirkliche theologische Diskussion, um dieses Phänomen der Ablässe in Beziehung auf das Evangelium wirklich zu klären und dem Volk deutlich zu machen, worum es wirklich im Evangelium geht. Das scheint nämlich verloren gegangen zu sein. 91. Wenn daher der Ablass dem Geiste und der Auffassung des Papstes gemäß gepredigt würde, lösten sich diese Einwände aller ohne weiteres auf. Ja, es gäbe sie überhaupt nicht. Luther stellt also erneut diese Behauptung auf, dass im Grunde genommen der Papst von alledem nichts weiß. Wenn er wüsste, was Tetzel und Co. treiben, dann wäre er aufgebracht. Und Luthers Aufruf ist im Grunde genommen hier, dass man die Ablassprediger zurückpfeift und ihnen nochmal genau erklärt, wie begrenzt in ihrem Umfang und ihrem rechtmäßigen Rahmen die Ablässe sind, dass sie nur das predigen, was sie auch kirchenrechtlich und, äh, predigen dürfen und ansonsten das Evangelium das Evangelium sein lassen. 92, darum weg mit allen jenen Propheten, die den Christen predigen, Friede, Friede und ist doch kein Friede. Luther wendet sich gegen diese falsche, billige Gnade, die doch verführt. 93, wohl möge es gehen allen den Propheten, die den Christen predigen, Kreuz, Kreuz und ist doch kein Kreuz. Also Luther sagt, es ist besser, wenn man eine eine harte Botschaft, eine, 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 eine unpopuläre, eine unbequeme Wahrheit predigt, die allerdings dann zum ewigen Leben führt, als äh, wenn man einfach Friede, Freude, Eierkuchen predigt und das Ganze führt dann ins ewige Verderben. Und ich denke, das hat eine enorme Bedeutung und Relevanz und Aktualität für unsere Zeit. 94, man soll die Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod und Hölle nachzufolgen trachten. Also statt ihnen äh, Angst zu machen und dann mit bloßer Geldbezahlung von den Strafen zu befreien, sollte man sie ermutigen, einfach Jesus zu folgen und dann all das auf sich zu nehmen, was da an negativen Konsequenzen, an Schwierigkeiten auch auf sie kommen mag. Letzte These. Und dass die lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher geistlicher Sicherheit zu beruhigen. Was für ein interessanter Schlusspunkt. Statt einer billigen Gnade, die man mit Geld erkaufen kann, wo das Gewissen oberflächlich beruhigt wird, soll man stattdessen lieber Christus wirklich nachfolgen, ein Leben der Buße tun, Stichwort erste These, und äh, den Weg Jesu gehen, der immer auch Schwierigkeiten mit sich bringen wird. Der Weg ist eng, der Weg ist schmal. Da wird es Trübsale geben. Die Bibel sagt, dass alle, die ins Reich Gottes gehen wollen, Verfolgung erleiden werden. Sie werden Schwierigkeiten haben. Sie werden um des, der Gerechtigkeit willen verfolgt und geschmäht werden. Und Luther sagt: Lass uns diesen Weg gehen, lass uns den geraden Weg gehen, lass uns Christus folgen und äh, diese vermeintlichen äh, Gnadengaben der Ablässe äh, vielleicht noch nicht ganz wegschmeißen, allerdings nur äh, so als Nebensächlichkeit, als unbedeutendes Relikt des Kirchenrechts äh, da dulden. Aber die Menschen wirklich auf das Evangelium hin orientieren. So stand es in den 95 Thesen. Und das löste die eigentliche Reformation aus. Was aufgrund dessen passiert ist, werden wir in der nächsten Folge betrachten. Wir werden sehen, wie diese 95 Thesen in kurzer Zeit die damalige Welt erobert haben und bis heute ein, eine Anregung sind für uns darüber nachzudenken, worauf wir unsere Hoffnung gründen. Auf das, was Menschen uns erzählen, auf Fabeln, auf kirchenrechtliche Satzung oder auf das Evangelium von Jesus Christus, das vielleicht uns manchmal auch in Schwierigkeiten bringt, das uns vielleicht den langen Weg gehen lässt, aber das die einzige Sicherheit ist. Deswegen wollen wir uns an das Kreuz halten auch wenn es unpopulär ist, unpopuläre Wahrheit annehmen und dabei bleiben. Und das wird auch in unserer Zeit zu einer Erweckung und Reformation führen. Nächstes Mal werden wir dann anschauen, wie es weitergegangen ist mit diesen 95 Thesen und auch mit Martin Luther. Dann wird es heißen, der Durchbruch. Wir werden das Ende von 1517 anschauen. Und bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen auf TV.de, zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.